Luke, ich muss dir etwas sagen. Ich bin ein Vater. Also wenn Skoda ein Elektro-SUV auf den Markt bringen würde, wie würde das aussehen? 50, 60, 70. Ladung angehalten, warum? Oh, die Reichweite ist schon erstaunlich, oder? Guck mal. So Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch und heute mit dem fuckelnagelneuen Skoda Enyaq iV80. Und ich möchte heute mit euch den ultimativen Papi-Alltagscheck mit dem Elektro-Pampers-Bomber von Skoda machen. Denn ihr seht den Wagen, der ist ja perfekt für die Family ausgelegt, oder nicht? Aber ich werde knallhart sein heute. Ich werde jetzt keine Spritspar-Wundergeschichte machen, also Elektro-Stromspar-Wundergeschichte machen, sondern genau das, wofür der Wagen ausgelegt ist, sprich Papi-Erledigungen. Wir gehen die Kids abholen, wir gehen einkaufen, wir gehen Sport machen und so weiter. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Denn theoretisch sind 535 Kilometer WLTP-Reichweite drin mit dem Deckenakku hier. Der 80er, 77 Kilowattstunden sind am Start. Das werden wir natürlich nicht hinbekommen. Denk mal, wenn wir die 400 schaffen, sind wir ganz gut dabei. Aber Freunde, ich würde mal sagen, wir starten die ganze Geschichte. Ich habe ihn jetzt hier an die Schnellladestation hingestellt. Ich habe nur noch 14%. Und dann hauen wir ihn einfach mal komplett voll. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, schaut mal, Freunde. Das ist halt jetzt das erste Manko gleich, ne? Es dauert eine Ewigkeit, bis der da ist. Aber hier könnt ihr es sehen, 13%. Es ist 10.29 Uhr und dann stecken wir ihn jetzt einfach mal an. Freunde, ich bin jetzt bewusst an der 125 Kilowatt Ladestation gegangen, weil die 50er, die dauert mir einfach zu lange. Da sind wir so bei knapp einer Stunde. Jetzt mit der 125er müssen wir so zwischen 30 und 40 Minuten fertig sein. Auch kurzer Hinweis hier, normalerweise kommt der nur mit 50 Kilowatt. Ich habe jetzt hier die Ladeerhöhung auf 125 am Start. Geht also ein bisschen schneller. Würde ich auch empfehlen, kostet nur 500 Euro. So, los geht's. So Leute, jetzt haben wir schon das erste Problem gehabt. Und zwar, ich versuche jetzt die ganze Zeit schon zu laden, aber er schmeißt mich immer wieder raus. Ich bin jetzt mal auf 25% hochgekommen zumindest. Aber immer nach ein paar Minuten werde ich aus dem Ganzen rausgeschmissen. Das ist nicht das erste Mal hier beim Skoda Enyaq. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ihn anstecke und gehe dann einkaufen oder sowas, dann lädt er halt nicht, ne? So, jetzt habe ich den Typ 2, den normalen Typ 2 mal angeschlossen. Das Problem ist bloß, ihr seht es gerade hier. Da kann ich nur mit 12 Kilowatt laden. Das dauert halt eine Ewigkeit, bis das Ding dann halt voll ist. Aber zumindest hoffe ich mal, dass er jetzt mal lädt und nicht wieder abbricht. Und das kann ich vergessen. Guck mal, hier steht es 5 Stunden Ladezeit. Da ist der Tag rum. Guck mal hier, 15.52 Uhr. Bis dahin, da tötet mich meine Frau, wenn die Kids nicht abgeholt sind. So kann es natürlich nicht weitergehen. Und nachdem ich nach einer alternativen Ladestation gesucht habe, habe ich zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben und habe einen allerletzten Versuch gestartet, der wie folgt endete. Ladung angehalten, warum? Eine Minute und was? Das kann doch nicht wahr sein, was ist da los? Und nach einem schönen und beidseitigen Telefonat mit meiner Frau ging es zur nächsten Ladestation. So, das Leiden hat ein Ende, Freunde. Und zwar bin ich jetzt zur Autobahn gefahren und habe hier eine Ladestation von Ionity gefunden mit 350 kW. Jo, bis jetzt funktioniert's. Er ist jetzt genau 2-3 Minuten dran und bis jetzt läuft das Ganze. Hier sehen wir es, Ladeleistung 112 kW, das passt. Jetzt sind wir schon bei 32%, sprich das Ganze müsste ungefähr in knapp 50 Minuten voll sein. Toi, toi, toi. Aber es scheint zu laufen. Sehr gut. Und normalerweise nütze ich diese Ladezeit dann zum Einkaufen, zum Telefonieren oder vielleicht auch zum Sport machen. Und was macht ihr denn so? Ein kleines Update. Er lädt. Wir sind schon bei 80%. Wir haben 43 Kilowattstunden schon reingeballert. Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich echt glücklich. In welcher Zeit? In 31 Minuten, also wunderbar. Man sieht jetzt auch ganz gut, dass die Ladepower langsam nachlässt. Ne? Das ist so eine typische Ladekurve. Nach einer gewissen Zeit lässt es einfach nach. Das ist hier ganz normal. Und ihr merkt es auch, ab 80% wird es wirklich zäh. Aber 50 Kilowattstunden haben wir durch, 38 Minuten haben wir gebraucht. Oh, die Reichweite ist schon erstaunlich, oder? Guck mal, 462, 63.
Gut, das sind die 100. 56 Minuten hat das Ganze gedauert. So, es hat geklappt. Sprich, jetzt können wir das Experiment endlich starten. Back on the road. Gut, dann können wir den Wagen endlich auf der Straße erfahren. Was ich euch erzählen wollte, so zum Fahren im Alltag ist das Ding natürlich wunderbar. Es ist so angenehm, überall wo du ihn fährst, ganz, ganz entspannt. Generell auch die Lautstärke hier drin, klar mit Elektro, aber auch die Dämmung, super schön. Ein Punkt, der mir wirklich gut gefallen hat, ist, du hockst dich hier rein und nach einer halben Minute checkst du gar nicht mehr, dass du in einem Elektroauto drin sitzt. So wie sich der Wagen verhält, Gasannahme und wie man beschleunigt und wie man anbremst, ist sehr natürlich. Eine Sache hat mich aber so ein bisschen verwirrt. Und zwar, wir haben natürlich DTC an Bord, sprich das adaptive Fahrwerk. Und so auf der Landstraße und auf der Autobahn funktioniert das wunderbar. Trotzdem, wenn du so im Komfort unterwegs bist, in der Innenstadt, dann holpert der Enyaq ganz schön vor sich her. Ja, auf der einen Seite kann man sagen, der Querschnitt der Reifen ist so dick wie ein Blatt Papier, sprich die Bodenwellen gehen ungefedert in deinen Hintern rein. Er holpert dann ganz schön vor sich her, wenn du dann durch Gullideckel oder sowas durchfährst. So super angenehm finde ich das persönlich eher nicht. Das macht einfach wie bei der Deutschen Bahn manchmal, weißt du? Und dann ist natürlich auch noch das Thema Innenraum und das ist so Skoda-typisch, wie es nur geht. Diese neue Interieursprache, die ich eigentlich echt gut finde. Also vor allem diese Spange, die nach unten geht, wie vorne im Grill. Fetter Bildschirm, ne? Also größer geht's nicht. Dafür hast du dann nur einen kleinen Bildschirm hier als Tacho-Display. Finde ich aber gut, weil das sind so die wichtigsten Infos, hast du dann nur nach vorne und ansonsten bedienst du alles hier rüber. Plus auch nochmal immer noch haptische Knöpfe. Zum Glück nicht sehr viele, aber es gibt sie. Trotzdem, hier gibt es einen Punkt, der mich tatsächlich sehr genervt hat, ist das Navi. Also es sieht an sich geil aus. Gestochen scharf, die Qualität nicht schlecht. Der Punkt ist aber folgender, du musst dich erstmal so reinfuchsen, es ist nicht ganz so intuitiv, man muss da so ein bisschen learning by doing, aber nach einer gewissen Zeit hast du dich dran gewöhnt. Aber das ist irgendwie im Moment so typisch VAG Infotainment Systeme, ich weiß nicht wieso, das Ding ist unheimlich laggy. Sprich, wenn du mal schnell losfahren willst, ne, und dann startest du, fährst rückwärts, dann ist die Rückfahrkamera an, ja, aber der Rest des Displays ist einfach schwarz. Und du drückst irgendwas rein, gibst was im Navi ein, dauert dann ewig. Und das ist für mich so ein Punkt, so im Alltag, weißt du, ich habe Stress, muss die Kids abholen, sind auf dem Ausflug, dann musst du irgendwo hinfahren, wo du noch nie warst. Und dann musst du natürlich schnell, schnell, schnell gehen, weil sonst verhungern die oder verdursten die irgendwo in der Walachei. Nicht so gut. Und dann gibt es natürlich auch noch so nette Gimmicks, wie zum Beispiel, erzähl mir mal einen Witz. Oh, das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probiere es mal. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Da hatte wohl jemand Humor bei Skoda. Generell, Innenraum gefällt mir gut. Auch das Lenkrad, ne, die Sitze sind halt sehr schön in dem Leder. Toppi poppi. Trotzdem merkst du, dass hier und da so ein paar Sachen vernachlässigt wurden. Und zwar bestimmte Materialien fühlen sich so, wirklich, ich muss es leider sagen, so Skoda-typisch halt nicht so schön an. Ne? Mittelkonsole haben sie gut gemacht. Und zwar hier so leicht beledert. Das finde ich schön. Wenn ich zum Beispiel... Klingt wie eine alte Tür. Das ist so. Und dann müssen wir uns ganz klar über das Thema Design hier beim neuen Skoda Enyaq unterhalten. Und zwar finde ich es sehr spektakulär, was Skoda hier gemacht hat. Auf der einen Seite nichts Neues, Elektro-SUV, da sind sie nicht die Ersten, gibt es schon. Aber Skoda hat es tatsächlich geschafft, eine Gatte an Fahrzeugformen wieder auf den Markt zu bringen, die ich gedacht habe, dass die schon längst ausgestorben ist. Und zwar ist es der Van. Wenn ihr euch den Wagen mal von der Seite anguckt, das ist doch typisch Van. Gut, kombiniert mit so ein bisschen Höherlegung, ein paar SUV-Elemente, flippig modernes Design. Aber das finde ich irgendwo ganz, ganz stark. Deshalb würde ich mal sagen, gucken wir uns die Details mal an. Und wenn ich mal mit der Front beginne, erkennen wir hier sofort typische Skoda-Elemente. Breitgezogener Grill, dann hier auch noch das Bettchen für das Skoda-Logo, die zwei Kanten, die einmal über die ganze Motorhaube gehen, breit und flach gezeichnete Scheinwerfer, viele Kanten. Ich muss sagen, mir gefällt der Enyaq von vorne richtig, richtig gut. Und vor allem, was ich hier sehr stark finde, man hat vieles auch schön verdeckt, was bei anderen Herstellern sehr auffällt.
auffällig ist. Zum einen hier die ganze Sensorik, die davor normalerweise bei anderen Herstellern so richtig rausprangert und wo du denkst, mein Gott, was ist denn da passiert? Hier schön versteckt, plus auch noch das Ganze ist jetzt kein richtiger Grill, das ist zu, das ist alles nur Markenidentität. Aber was ich gut finde, zum Beispiel hier der Zacken, der ist auch luftdurchlässig und zwar vollkommen funktional. Air Curtain nennt sich das Ganze, sprich die Luft kann hier einmal durchwandern und dann smoothet sie aus an der Seite des Fahrzeuges, hilft nochmal zur Aerodynamik und natürlich auch nochmal für den Spritverbrauch. Ich muss mir das endlich mal merken, Stromverbrauch. Aber ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen, weil so wie der Wagen jetzt hier steht, ist er eher im Cognito-Modus. Ne? So ein bisschen unauffälliger mit dem Blackmagic Metallic hier. Ich würde tatsächlich die Sportline nehmen, kostet dementsprechend auch ein bisschen mehr. Aber die hat hier zum Beispiel die schwarzen Akzente plus hier nochmal ein bisschen sportlicher, alles schwarz. Und dazu auch noch, wenn man komplett übertreiben will, wenn man so ein bisschen auffälliger sein will. Was mir aber dann irgendwo doch gut gefallen hat, ist der illuminierte Grill. Ne? Das sieht schon sehr stark aus. So gesehen, schreibt mal unten in die Kommentare, von vorne finde ich den Enyaq richtig, richtig süß. Und wenn wir dann an die Seite wandern, fällt mit ein bisschen Fantasie schon die Verwandtschaft zum ID.4 auf, oder nicht? Schon ticken. Es ist kein kleines Auto, ne, der Enyaq. Er ist 4,65 Meter lang, Radstand von 2,77 Meter. Da sind wir echt nicht mehr weit weg vom Kodiaq. Aber was hier an der Seite sofort ins Auge sticht, sind ganz klar die Räder. 21 Zölle optional sind hier am Start. Das sind schon richtig dicke Oschis. Aber generell ein unauffälliges Seitenbild, ne? Du hast zwar hier so ein bisschen Design noch, so, was eigentlich total unnötig ist und bringt überhaupt nichts. Da haben die Skoda-Jungs gesagt, komm, irgendwas müssen wir da machen, damit der nicht ganz so untergeht. Aber finde ich schön. Und vor allem, jetzt kommt das Element, was ich gerade eben angesprochen habe. Und zwar, guck mal, das Van-Element. Beim Heck hebt er sich ganz klar von seinen Mitstreitern ab. Damit hat keiner gerechnet. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass es sowas nochmal geben würde. Vor allem in Kombination mit einem E eigentlich nicht. Abgesehen jetzt von dem Bulli, ne, der als Elektro kommt. Aber finde ich eine ganz, ganz starke Sache. Plus auch noch, das ist doch typisch Skoda. Viel Platz, praktisch, da habt ihr es. Ob das jetzt schön ist, sei mal dahingestellt. Also ich bin da eher neutral. Ich finde es jetzt nicht hübsch, aber ich finde es auch nicht schlecht. Wenn wir dann mal das Ganze auch noch ein bisschen weiterspannen, die anderen MEB-Modelle, ein ID.4, ein ID.3 und natürlich auch der Audi Q4 e-tron, die sind alle so ein bisschen flowiger designt. Haben natürlich dementsprechend weniger Kofferraumvolumen und hier ist natürlich richtig Kühlschrank angesagt, wenn wir die Kofferraumklappe aufmachen. Das Kofferraumvolumen fällt echt üppig aus, also für ein Elektroauto echt wunderbar. Angefangen mit der Einstiegskante, die relativ flach ist, also zum Einladen sehr angenehm. Dazu sind es einfach 585 Liter bis 1710 Liter, wenn man die Sitze vorne umklappt. Also da sind wir echt im Bereich vom Skoda Octavia. Ne? Wenn ich nun mal das Ganze hier umklappe, so, haben wir einfach ein riesiges Loch. Und wer sich jetzt wundert, oh, da ist ja eine Kante zum Einladen, wenn ich hier Bretter oder Skier durchziehen will, ne, bleiben die hängen. Haha, auch an das hat Skoda gedacht. Ihr nehmt einfach euren doppelten Ladeboden, schiebt den da so rein und dann ist das Ganze plan, wie eine Skipiste. Und auch noch, ganz clever, hier ist nochmal, was ich eigentlich echt erstaunlich finde, bei einem E-Auto extrem viel Platz für deine Ladekabel. Gell? Wer sich jetzt aber noch wundert, hey, hat der auch noch einen Frunk, also einen Kofferraum vorne? Nein, die MEB-Modelle haben alle das nicht. Wer sowas will, der muss den e-tron nehmen. Und für all diejenigen, die noch was ziehen wollen, zack, einklappbare Anhängerkupplung, wunderbar. Der Enyaq ist jetzt kein Zugmeister, sagen wir es mal so. Er kann 1000 Kilogramm ziehen bei 12 Grad Steigung oder 12% Steigung. Ist jetzt nicht eklatant, aber das sind die anderen auch nicht viel besser. Ich habe tatsächlich heute noch mit dem Kollegen geredet beim Aufladen. Der hat gesagt, 1000 Kilogramm Wohnwagen. Zum Wohnwagen ziehen, eher schwieriger. Kleiner Anhänger. Kein Stress. Und dann natürlich auch noch Platz im Fond. Und davon war ich echt überzeugt, Freunde. Wenn ich mich mal so reinsetze, der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich mit 1,80. Guck mal, wie viel Beinfreiheit hier einfach noch ist. Da passt gefühlt Luxemburg noch rein. Wunderbar. Das ist echt extrem Skoda Octavia. Und dann auch noch dazu Kopffreiheit. Du, da kannst du nicht meckern. Mit den Kids hier längere Strecken absolvieren, absolut kein Stress. Zum Fünft, schwierig, Erwachsene nicht. Aber ein Kleinkind hier in der Mitte, alles kein Problem. Und dann natürlich hast du die ganzen Möglichkeiten, um dein Rekuperierungsleben noch ein bisschen schöner zu machen. Und zwar haben wir natürlich hier Schaltwippen am Start. Nein, nicht um die Gänge durchzuschalten, sondern um die Rekuperationsstufe einzustellen. Also wenn du zum Beispiel links drückst,
gibt es drei Möglichkeiten oder besser gesagt drei Stufen für die Rekuperation. Und wenn du dann komplett hochschaltest, dann segelt er vor sich her. Das kann man natürlich alles auch in Auto machen oder wenn ich auf Eco gehe, dann ist das natürlich alles schon fertig für dich. Aber wenn du selber noch ein bisschen Hand anlegen willst, ist das schon ganz praktisch. Und dann kannst du es auch echt so machen, wenn du dann ganz, ganz clever bist oder, nein, nicht clever, sondern eher faul, dann kannst du deinen Abstandstempomaten so einstellen, dass du einfach in der Stadt nichts mehr machen musst. Abgesehen von ein bisschen lenken. Aber bevor ich die Kids abholen kann, muss ich mich jetzt erstmal hier durch einen Parkplatzdschungel kämpfen. Ich muss noch ein, zwei Sachen einkaufen, gell? Und da ist es so, ich meine, der Wendekreis vom ENIAC ist wunderbar, weil, ja klar, wir haben halt keinen Motor vorne. Hinterachse ist natürlich angetrieben und dann können die Räder vorne sich frei bewegen, trotz fast 4,80 Meter Länge. Und dann kannst du hier wunderbar rumrangieren. Ne? Das ist echt top. Lenkrad ist schön leicht. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, ist einfach, dass du generell von der Rundumsicht ist es nicht ganz so ideal. Plus auch nochmal, ich kann schwer abschätzen, wo der Wagen zu Ende ist. Also wenn ich zum Beispiel mal irgendwo einparke, vorne als auch hinten. Hinten geht's, weil da habe ich die Rückfahrkamera. Aber vorne zum Beispiel, wenn ich da mal so mal hier mich so reinschlängel, da weiß ich immer nie, wo der Feierabend ist. Ja, irgendwann piepst es, aber ich denke mir die ganze Zeit, wo, wann, wie, wo, weil du siehst die Motorhaube vorne fast nicht. Oder besser gesagt, wo sie aufhört. Ne? Und dann denkst du, jetzt wird's eng. Und dann bleibst du stehen und bist noch einen halben Meter entfernt. Ja, das ist so ein Punkt, der vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber, ich muss Gas geben, einkaufen ist jetzt angesagt. 12 Sekunden später. So, alles klar. Sellerie wollte sie. Habe ich. Ist das Sellerie? Das ist doch Lauch, oder? Scheiße. Ach, egal, ich habe Hunger. Gut, bin gestärkt. Weiter geht's. Schmeckt gar nicht so schlecht. So. Die restliche Sellerie verschlungen, habe ich mich endlich auf den Weg gemacht, die Kinder abzuholen. Und nach einem kurzen Boxenstopp an der Waschstraße. Jeder Vater, der sagt, nee du, ich wasch mein Auto alle 3-4 Monate, der lügt. Ganz ehrlich, mit Kindern sehen die Autos immer dreckig aus. Geht es dem ENIAC nun richtig an den Kragen. Ich habe den wilden City-Dschungel verlassen, jetzt geht's ab auf die Landstraße und vor allem auch auf die Autobahn. Und da können wir jetzt Performance checken. Das in der Innenstadt ist ganz klar, das ist das Territorium des ENIAC, weil da ist er zu Hause mit dem ganzen Rekuperieren und Schweben lassen. Du, da ist der Verbrauch wirklich in Ordnung, aber jetzt kommt's drauf an. Und zwar möchte ich jetzt erstmal 0 auf 100 messen und so generell von den technischen Daten sind wir eigentlich fast identisch wie der ID4. 0 auf 100, 8,5 Sekunden, Topspeed 160 Stundenkilometer abgeriegelt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin in Sport und Feuer. Oh, come on. 50, 60, 70, 80, 90, jetzt wird es 100. Zack. 8,18. Okay, das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Also Angabe ist ja 8,5 Sekunden. Gut, ist ein Testauto, ist ein Presseauto, die gehen meistens ein bisschen schneller. Aber das ist schön. Und da bewegen wir uns auch. Also ich habe ihn jetzt ein paar Mal gemessen, auch die Tage bei anderen Temperaturen. Wir bewegen uns, gut, das war jetzt sehr schnell. Ich glaube, das war das Schnellste, was ich gemessen habe. Aber so zwischen 8,2 und 8,6 ungefähr. Und das ist in Ordnung. Ich meine, für den Alltag brauchst du eigentlich nicht mehr. Und vor allem ganz typisch wieder Elektro. Sobald du das Gas nur berührst, leicht mit dem kleinen C, Achtung, schießt ein Warp-Speed los. Und das macht schon wirklich Spaß. Die 150 kW, also knappe 204 PS und 310 Newtonmeter Drehmoment, die drücken sich schon ordentlich in den Asphalt. Und wie sieht's aus? Kann der Papa in den Kurven auch noch ein bisschen Spaß haben im ENIAC? Ja, ganz klar, Freunde. Und da ist es echt so, also ich habe mich erwischt, wie ich gerade, der geht ja ganz schön gut um die Ecke. Also damit habe ich nicht gerechnet, weil man darf nicht vergessen, 2,1 Tonnen bewegen wir hier in der Gegend umher. Aber dadurch, dass die Batterie unten im Unterboden des Fahrzeuges ist, ist natürlich der Schwerpunkt extrem tief. Und dann kannst du da echt akzeptable Geschwindigkeiten in den Kurven fahren. Klar, auch hier, es wankt so ein bisschen. Also es ist ja kein reiner RS, der übrigens auch noch kommt. Aber so fürs sportliche Angeben vor den Kids, kann man das schon machen. Man darf natürlich nicht übertreiben, wenn man mal ein bisschen zu sportlich in die Kurve reinfährt, dann überholt einen das Gewicht. Die Physik kann man leider nicht ausschalten, aber du kannst den durchaus sportlich bewegen. Ach ja, wie das so ist als Papi, es ist ein Spontantermin reingekommen. Da muss ich jetzt hin, dafür muss ich auf die Autobahn. Ja? Und es ist relativ eilig. Und ich glaube nicht,
dass der Enyaq gerne mag, auf der Autobahn getreten zu werden. Ich fahre jetzt hier einmal schön von Villingen-Schwenningen Richtung Bodensee bis Konstanz und dann gucken wir mal, was wir auf dem Weg verbrauchen. Ich werde es nicht absolut knallen die ganze Zeit, aber mit so 130 durchfahren. Und wir werden gleich mal messen, wie schnell der Enyaq überhaupt gehen kann, weil 100, 200 können wir vergessen, weil er ist bei 160 abgeregelt. Aber Top Speed können wir auf jeden Fall mal messen. Und ich werde mal versuchen, je nachdem wie der Verkehr so ist, so mit 130 durchzufahren. Gut, jetzt haben wir mal so ein bisschen Freiraum. Achtung, Freunde, und einmal Feuer. Der geht schon okay voran, gell? 140. Gut, es geht leicht bergab, aber 150. Und was sagt der Tacho? 161. Ja, hier ist er halt abgeregelt, ne? Da geht nicht mehr. Genau 160, ja. Ja, da merkst du auch, das ist eine totale Blockade. Er könnte mehr, will aber nicht. Mal schauen, wie das sich auf den Verbrauch ausmacht. Ja, du kannst sofort sehen, wenn du jetzt hier so fährst, die Reichweite geht wirklich sichtbar zurück. Ja, mehr geht nicht. Ich würde gerne mehr, geht aber nicht. So, jetzt gehen wir zurück auf 130, weil sonst wird's zu schlimm. Und hier ist auch nochmal das, was ich anfangs gesagt habe, mit dieser Entspanntheit auf der Autobahn. Also das ist auch wirklich sehr angenehm, dann kannst du hier schön lange Strecken abspulen. Aber leider auch da wieder, ich finde einfach das Fahrwerk ein Ticken zu polterig. Also ich merke es jetzt auch wieder, die Straße an sich ist eben, trotzdem kriegst du sehr viel mit. Ich glaube, das liegt einfach an dieser Radreifenkombination. 21 Zoll plus kleiner Querschnitt holpert halt vor sich her, ne? Schaut mal, da habt ihr es. Summa summarum, das war mein Tag heute. 252 Kilometer in knapp 5 Stunden, Durchschnittsgeschwindigkeit 53 km/h und ein Verbrauch von 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also, ihr seht es, wir sind 252 Kilometer gefahren. Ich habe immer noch eine Restreichweite von knapp 175 Kilometer, sprich die 400 machen wir ganz easy voll. Ich muss aber dazu sagen, hier sind noch ein paar dazugekommen, weil ich jetzt auf der Heimfahrt extremst rekuperiert habe. Lass mal da 25 abziehen, sprich 150, dann sind wir genau bei 400 Kilometer. Nun gut, Elektrofreunde, was halten wir jetzt vom neuen Skoda Enyaq iV 80? Also mir hat der Wagen wirklich gut gefallen, hätte ich niemals gedacht. Und vor allem, ich habe mir im Nachhinein auch echt überlegt, also wenn Skoda ein Elektro-SUV auf den Markt bringen würde, wie würde das aussehen? Genau so. Sprich, cooles, kantiges, tschechisches Design, sage ich es mal so. Also erhebt sich deutlich von den ID-Modellen ab und vor allem auch vom Audi Q4 e-tron. Plus auch nochmal typisch Skoda, viel, viel Platz. Und das macht für mich den Reiz bei dem Wagen aus. Also ohne Witz, für den Alltag, für den typischen Familienvater ist es genau richtig. Und dann haben wir es auch noch gesehen, reichweitentechnisch ist das natürlich wunderbar. Also wenn du einen wirklichen Sparfuß fährst und die Bedingungen so gut sind wie heute, dann kannst du eigentlich diese 500 Kilometer echt voll machen. Ich mit meiner Fahrweise im Alltag, mit allem drum und dran, wie wir es ja heute gemacht haben, mit Drehen und so weiter, mit Gas geben, ein bisschen Spirenzchen, aber auch mal entspannt fahren, rekuperieren, dann kannst du auch durchaus die 400 Kilometer voll machen. Das geht auch. Und da kann man jetzt sagen, was man will. Alle, die jetzt gesagt haben, boah, Elektro, lange Strecken, nee. Also ich habe den jetzt einmal die Woche geladen, das war's. Wenn man mal auch längere Strecken fahren will, geht das, aber man muss halt ein bisschen umdenken, ein bisschen planen, aber ohne Witz, so kann ich mir Elektro wirklich vorstellen. Und wenn wir uns dann noch zum Schluss die Preise angucken, hier unser iV 80 geht ab 43.900 Euro los. Unser Modell jetzt hier ist die First Edition. Da sind einige Sachen noch mit drin, aber erst bei weitem nicht volle Hütte. Dann sind wir bei knapp 57.000 Euro. Also es ist viel Geld. Klar, jetzt kommt noch der Umweltbonus noch dazu. Im Endeffekt, ich habe ihn jetzt mal für mich konfiguriert. Da war ich so bei knapp 55.000 Euro. Wenn man ihn aber vollhaut, ja, dann sind die 65 schon mal ordentlich voll. Und ja, das ist schon wieder sehr viel Geld, aber wenn man überlegt, was so ein Octavia mittlerweile kostet, sind wir ja nicht mehr weit weg. Aber damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Freunde. Schreibt mal unten in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen Skoda Enyaq? Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst unbedingt ein Like da und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video. Tschüssikowski. Auf geht's. Zum Glück habe ich diese Kickfunktion, weißt du?
Nein, bitte geh auf, kommt einmal funktionieren. Bitte einmal. Yes.